Hey Freunde, herzlich willkommen zurück hierbei. Ich habe einen neuen Intro-Screen gemacht. Valheim, Hardcore, Wikinger, Survival, Alter. Bin immer noch ein bisschen angeschlagen, aber ich denke, wir kommen hier trotzdem durch. Wir sind ja hier mitten in der Nacht. Du fängst an zu frieren, das ist ja toll. Wir wollten anfangen, so ein bisschen hausmäßig was zu bauen. Und so wie es aussieht, können wir den Boden, zumindest mit den Werkzeugen, die wir momentan haben, nicht ebnen. Das heißt für mich, vielleicht bauen wir so ein Untergeschoss, dass wir unser Haus ebnen. Ne? Das heißt für mich, wir würden hier quasi einfach Holzbalken setzen, um hier so einen geraden Boden reinzubekommen. Dafür brauchen wir aber natürlich Holz. Ne? Das wäre ja mal Grundvoraussetzung dafür. Deswegen holen wir uns ein bisschen Holz. Ja, danke an alle, die die erste Folge positiv bewertet haben. Mir macht das Game jetzt schon richtig Spaß. Ich bin gespannt, wie das hier weitergehen wird, was wir hier alles machen können. Wie gesagt, hier gibt es auch Dungeons. Man kann ja auch irgendwie Boote bauen. Und da haben wir auch schon Tag 2 erreicht. Man kann die Boote bauen, wie gesagt. Man kann in irgendwelche Dungeons. Das habe ich auch schon erwähnt. Man kann Wildschweine verprügeln. Und Bogen. Okay, aber das müssen wir... Station braucht ein Dach. Okay, wir versuchen das jetzt einfach mal, Freunde. Ach hier, so kann man blocken. Okay, cool. Ich will jetzt quasi... wie so ein kleines Fundament bauen. Ne, weil wir haben hier so eine leichte Senke. Und auch wenn ich die Senke irgendwie ganz cool finde, denke ich doch, wir sollten das irgendwie ein bisschen anebnen. Zack. Jetzt mal gucken, kann man das da so... Kann man. Gerade super concentrated. Wir bauen hier quasi jetzt so ein Grundgerüst. Erstmal. Sehr, sehr geil. Jetzt will ich aber auch mal gucken. Ich habe gesehen, man kann so eine Bäume fällen. Aber das sah super gefährlich aus. Denn die fallen richtig um. Und wenn die auf die drauf stürzen... Dann ist gar nicht gut. Schön vorsichtig. Wow, 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 wow. Wir werden zumindest immer besser. Oh, da man einen Arsch voll Holz bekommen. Ja, ich will im Vorfeld sagen, sorry, wenn ich mich öfter mal muten muss. Aber ich habe immer noch Husten, deswegen... Hab sogar vor der Folge jetzt fein ordentlich Silomat genommen. Nicht gesponsert. Aber irgendwie reicht das wohl nicht ganz.
Jo, so sieht gut aus. Nicht nur gut, sondern auch irgendwie genauso, wie ich es haben will. Aber kein Holz mehr. Das verbraucht aber auch ordentlich Holz. Hackholz. Eine Kiste. Ja, das sind alles Sachen, die uns jetzt noch gar nichts bringen. Jetzt ist die Frage, ne? In The Forest lassen wir die Baumstümpfe stehen, damit da neue Bäume rauswachsen. Hier ist aber jetzt die Frage, muss ich das hier auch so machen? Oder muss ich sie dafür wegnehmen, dass sie neu kommen? Es gibt immer zwei Holz nur, diese kleinen Teile hier. Ich bin schon so gespannt auf unser erstes richtiges Haus. Mal so gucken. Ich weiß nicht, in welche Richtung der Baum fällt. Hättest du das gesehen, wenn der in einen anderen Baum reinfällt, dann ist da richtig Bambude, Alter. Ich glaube übrigens zu wissen, was dieser Kreis um unsere Werkbank ist. Und zwar denke ich, das ist wie so ein Spawnkreis, das in der Umgebung halt nichts spawnt. Ne, sonst könnten ja Gegner quasi in unserem Haus spawnen. Das wäre bisschen unangenehm. Da oben hängt jetzt ein halber Baum drin. Na schön. So. Unermüdlich baute er. Und hatte keine Ahnung, was er tat. Wir setzen noch einen dran. So, jetzt lass mal gucken. Wir könnten jetzt so einen Boden da dran machen oder so Holzwände. Wie groß sind die? Ah, jetzt verstehe ich das. Wenn wir Shift gedrückt halten, dann kann ich die quasi setzen, wie ich will, wie ich lustig bin. Dann docken die nicht so daran. Das ist interessant. Überlegt nämlich genau, wie wir das bauen wollen. Weil wenn wir so eine kleine Fischerhütte nur bauen wollen, dann sollten wir das so angehen, ne? Haben wir eine andere Möglichkeit? Wir könnten kleine Holzpfosten noch anmachen. Ich muss jetzt erstmal die Möglichkeiten rausfinden. Wir haben ein Strohdach. Das können wir quasi auf die Holzwand drauf machen. Das hat denselben Winkel. Wir könnten noch eine kleine Wand machen. Wir versuchen das einfach mal. Freunde, Alter. Ich bin gespannt, wie das gleich aussehen wird. Wahrscheinlich richtig scheiße. So, damit das nach unten gestützt ist.
haben wir schon kein Holz mehr. Es nimmt langsam Form an. Der ein oder andere würde sagen, ne? Aber ich bin guter Dinge. Was ich mich ja frage, können wir... Oh, aber da bekommen wir wieder das Holz zurück. Oh, nice. Es gibt also ein Failsafe. Das ist für Leute wie mich gut. Sehr, sehr gut sogar. Das ist wirklich gut, Freunde. Okay, pass auf. Wir nehmen das hier noch mit. Und dann gucken wir, dass wir den Baum da fällen. Damit wir nämlich auch gleich den Baumstamm von da oben rausbekommen. Lieber mal nach oben gucken. Nicht, dass es halt uns direkt auf den Kopf fällt. Das wäre beinahe tot durch Baum. Okay, und ich glaube, hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht überrollt werden von einem jetzt. Oh. Unsere Axt ist broken. Können wir die reparieren? Ah, da sind sogar die Stats. Hergestellt von Survival. Gewicht 1,5, Qualität 1, Haltbarkeit 0. Instandsetzungslevel 1. Wahrscheinlich könnten wir hier an der Werkbank was reparieren, ne? Okay, Freunde, wir brauchen ein paar mehr Steine. Aber ist echt interessant, ne? Ich denke mal, uns fehlt auch sowas wie eine Spitzhacke oder so. Wir müssen auch mal gucken, was wir mit diesem Feuerstein anstellen können. Wir haben ja gesehen, wir können schon einen Raft bauen. Das heißt, wir können uns schon auf dem Wasser fortbewegen. Yo, Bitch, das hast du jetzt davon. Können wir denn... Ja, es bringt halt gar nichts. Das Gute ist, das sollten wir mal machen, solange wir noch in der Nähe sind. Ich habe gesehen, dass wir auf der Karte selber Markierungen setzen können. Da bin ich ja schon wieder übelst Fan von. Dass wir quasi uns markieren, wo unsere Heimat ist. Alter Schwede. Okay, wir haben ein paar Steine. Wir müssen mal gucken, unsere Leben gehen ein bisschen runter. Ja, können wir die jetzt reparieren? Wenn ja, wie? Wie repariert man das? Ich denke mal, das wird auch irgendwie eine Fähigkeit sein. Holzhacken ist unsere beste Fähigkeit. Keine Ahnung, was wir damit machen können. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter hier.
Ich find's geil, dass alles so ein bisschen miteinander interagiert, ne? Also wenn so ein Baumstumpf zum Beispiel gegen einen anderen Baum rollt, dass der Baum dann Schaden bekommt und. Genauso wie wenn der Baumstumpf gegen den Stein fällt, dass der Stein, na okay, in dem Fall dann null Schaden bekommt. Das sollte uns aber natürlich auch zu denken geben. Fähigkeit verbessert Äxte. Moment, Äxte? Was haben wir denn mit Äxten jetzt angegriffen? Ich meine, klar, den Baum, ne? Aber den haben wir ja die ganze Zeit schon. Egal, soll uns nicht interessieren. Wir sind hier ganz wichtig beschäftigt mit Bauen gerade. So. Zack. Ha, will er jetzt nicht mehr dran setzen, oder was? Wahrscheinlich, weil ich da unten die Balken reingemacht habe. Das ist ja das Skandal. Okay, lass mal gucken. Wie geht's denn weiter? Strohdach. Und vielleicht können wir jetzt die Schräge einfach da ransetzen. Big Brain Mode, Alter. Big Brain Mode activated. So. Mal gucken. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das heißt, genau in der Mitte von der Mitte. Da passt es nicht hin. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber ich tue es die ganze Zeit. Jetzt haben wir hier einen Holzboden. Der lässt sich eher so unten reinsetzen, so wie es aussieht. Das finde ich jetzt ein bisschen strange. Denn eigentlich müssten wir den Holzboden da reinsetzen können. Ne, wie ihr seht, unten können wir das reinsetzen, aber nicht oben drauf.
Aber vielleicht kann ich das so hintricksen. Ich bin ja ein Trickster. Das Game will nicht so, wie ich will. Kompliziert. Das muss ich mir jetzt mal genauer angucken. Ja, das ist schon richtig, ne? Das Blöde ist bloß, dass da das Gras durchguckt bei uns. Aber es wird, Freunde, es wird. So, nochmal was gegessen. Es ist natürlich seltsam, dass wir die Werkbank im Grunde genommen so quasi kaum nutzen können. Wir haben ja schon gesehen, was wir alles an geilen Scheiß bauen können. Eine Standholzfackel wäre vielleicht auch eine coole Idee. Machen wir jetzt mal. Ich glaube, das ist der Sound, wenn die Nacht kommt. Ich hoffe zumindest, dass es einfach nur der Sound ist, wenn die Nacht kommt. Ah, das ist der Einzugsbereich der Werkbank. In diesem Bereich können wir bauen. Das Lustige ist, wenn ich hier draußen stehe, kann ich die Fackel nicht setzen. Wenn ich hier drin stehe und nach draußen gucke, kann ich da draußen die Fackel setzen. Das ist doch schön. Ach, guck mal einer an. Well, well, well. Gute ist ja, dass wir da Harz bekommen. Warte mal, was war das? Ein Bett. Ein Bett. Eine Kochstation. Wie auf was? Auf die Kochstation, du Arsch! Jetzt hängt's. Nice, jetzt müssen wir bloß rausfinden, ab welchem Punkt das dann perfekt ist. Ich muss mal gerade den Lüfter anmachen an meinem PC. Wir könnten im Grunde genommen auch nochmal hier eine Fackel hinstellen.
Okay, wenn es macht, ist es fertig. Wow, und das füllt dann unsere ganze Leiste auf. Jetzt haben wir Leben, Freunde. So lässt es sich doch leben. Du fängst an zu frieren. Ja, naja, sei mal jetzt nicht so eine Puppe. Wir sind quasi ein Wikinger, Alter. Schon wieder kein Holz mehr. Ja, aber so geht das voran, ne? Und dann bauen wir hier die ganze Zeit halt ab. Wir wollten auch uns Du Bitch bist auf mein Haus gefallen. Ah, okay. Wir verbessern Äxte, wenn wir mit der Axt auf irgendwas einhauen, was Schaden bekommen kann. Wie zum Beispiel halt... Oh, warte mal. Das ist gefährlich. Da müssen wir in Zukunft darauf achten, dass wenn wir irgendwo was bauen, dass wir nicht direkt dort, quasi Bäume fällen. Ah. Okay. Oh, ich find's auch geil, dass es so einen richtigen Holzlauf-Sound gibt. Holzlauf-Sound, man kennt's. Sei jetzt nicht so ein Arsch, komm schon. Okay. Dann machen wir das so, wie wir es auf der anderen Seite gemacht haben. What the fuck? Warum guckt das hier durch? Das ergibt ja für mich mal gar keinen Sinn. Ja, auf der Seite guckt das, gucken die Balken durch. Ich hab das jetzt mal mit Shift gemacht. Okay, das ist weird, Freunde. Ja, Handy, ich weiß, aber ich bin doch jetzt gerade hier dabei. Wir kriegen das schon hin irgendwie.
Es wird nicht besonders hoch, ne? Wir können vielleicht noch was versuchen. Ihr wisst ja, ne? Beim ersten Haus, da muss man alles ein bisschen ausprobieren. Und dann beim zweiten, da wird es dann schon viel, viel besser. Freunde, ich würde aber sagen, wie es hier weitergeht. Das könnt ihr sehen, und zwar in der nächsten Folge von Valheim. Macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, ihr kommt natürlich wie immer klar mit meinem Bauwahnsinn. Und ja, es gibt Zaun. Es gibt Zaun. Da lasst mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.